Hallo, heute bin ich in Ratingen. Ja, das liegt bei Düsseldorf. Und da besuche ich die Sandra. Die lebt mit ihren beiden Töchtern in einer Dachgeschosswohnung. Ja, wenn ich sowas höre, denke ich direkt wieder an Dachschrägen. Aber hallo, ich bin schräg genug, um damit umzugehen. Und diese drei Damen warten schon sehnsüchtig auf den Einrichtungsprofi. Vanity, Mama Sandra und Vivian. Hallo, wir sind die Familie Hoffmann. Ich bin die Sandra und das sind meine Kinder. Hallo, ich bin die Vivi. Ich bin die Vanity. Ich brauche Guidos Hilfe beim Gestalten meines Schlafzimmers, weil das spiegelt überhaupt nicht meine Persönlichkeit wider. Das Zimmer ist so langweilig und das Bett ist so unschön. Und der Teppich, der geht gar nicht. Nein, das möchte ich nicht machen. Zweiter Anlauf. Ja, das ist doch mal ein kleines, muckliges, graues, weißes Schlafzimmer. Das ist etwa 13 Quadratmeter groß. Persönliche Gegenstände gibt es hier so gut wie keine. Zudem wirkt der farblose Raum durch seine Schrägen sehr gedrungen. Oh, das ist ja ein bisschen traurig, ne? Ja, sehr traurig. Deswegen schlafe ich nur hier. Der Raum ist gar nicht schön. Ja, es wäre schon schön, wenn das was wäre, wo man auch so ein bisschen hinkommt und das so ein bisschen, ich sag total gerne, muckelig ist, weißt du, wo man so ein bisschen... Ja. In puncto Raumgestaltung beweist Guido immer wieder, dass ein Künstler in ihm steckt. Und als solcher braucht er für seine Ideen erst einmal ein weißes Blatt. Ich glaube, der Schrank ist ja fix. An den können wir nicht dran. Ich muss mal sehen, ob ich den in irgendeiner Art und Weise so hinbekomme, dass der vielleicht sogar ein bisschen unsichtbar wird. Hm. Da gibt es schon den einen oder anderen Trick. Ich würde die Rückwand betonen und die auch. Vielleicht ja. Sogar mit irgendwie einem Muster oder ja. Irgendwie was. Das ist schön. Vielleicht was Blumiges, ja. Weil ich glaube, Blumen. Ja, sehr. Oder? Irgendwie weil ich habe ja gesehen, du hast hier oben ein Bild von einer Rose und vielleicht ja. Freut die sich auch über ein paar ja. Freundinnen, weißt ja. Du? Vielleicht stelle ich das Bett wirklich hier hin. Ja, so. Okay. Dass ich auch so eine Ecke habe. Ich würde jetzt mal ganz bescheuert sagen, wenn ich die Ecke habe, dass das sowas ist, wo ich noch eine schöne Sitzgelegenheit habe ja. Und irgendwie noch ein schönes Möbelstück. Du machst das gemütlich. Ja. Ne? Genau, ja, das ja. Ist nämlich der Trick, ja, dass wir in der Ecke was haben, ja. Ja. Was dann gemütlich cool. Ist. Cool. Oh. Wo geht ihr hin? Wo schlaft ihr? Oma. Ja. Oma. Super. Oh Gott, bei der Oma ist das super. Ja. Auch ganz gemütlich. Oh. Dann ihr drei geht zur Oma. Ich gehe mit den Jungs in das Zimmer, aber dann kann ich auch noch ein bisschen nachdenken, wie ich das stelle und mache und tue. Würde ich sagen, wir stehen auf und jeder geht seines Weges erstmal bis zur Überraschung. Okay, okay? Alles klar. Super. Dann auf geht's. Ja. Wie geht's euch? Aufgeregt, ja, wie soll's uns gehen? Total. Gut, aufgeregt, wie soll's euch gehen? Was okay. Denkst denn du, wie könnte es aussehen? Ich weiß es nicht. Ich habe so ein Gefühl. Ich weiß, ich habe so ein bisschen ein Gefühl, Mint auf der einen Seite, auf der anderen Seite Bordeaux-Rot, auf der anderen Seite Eierschale. Hm. Na gut, pass auf, wir machen es jetzt so. Ich zähle gleich bis drei. Und dann würde ich die Türe einfach aufmachen und dann geht ihr einfach erstmal rein. Ja. Und dann lässt du das auf dich wirken. Mhm. Okay? Gott, ich hab's. Eins, zwei, drei. Das ehemalige Problemzimmer ist nicht wiederzuerkennen. Dort, wo vorher Sandras altes Bett stand, ist jetzt Platz für einen Sessel. Im neuen gemütlichen Bett schläft sie direkt unter den Fenstern. Durch verschiedene florale Motive an Möbeln und an der Tapete wirkt der ganze Raum femininer und fröhlicher. Traumzimmer, so ein Sekretär, das Bett und die Gardinen und die Lampe. Wie schön ist das denn? Guck dir das mal. Das ist ja echt so eine kleine Traumwelt. Oh mein Gott. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich. Das ist. Ich brauche jetzt eine Weile, bis ihr noch in die Tapete. Aus einem unpersönlich wirkenden Schlafraum hat Guido einen wahren Prinzessinnentraum geschaffen. Wie toll ich das finde. Ich muss dich drücken. Und eure euch alle. Das ist, genau. Also genau. Also was heißt genau so? Also so. Also von dem Tollsten, was ich mir vorgestellt habe, besser ist als das oben die Spitze. Die neue Raumaufteilung mit passenden Möbeln und heller Farbe an den Wänden macht das Zimmer gemütlicher und strukturierter.
Irre. Vielen, vielen lieben Dank. So, ich drücke euch jetzt mal alle und lasse euch jetzt in eurer Oase hier alleine, weil es ist für mich Zeit zu gehen. Ich bin dann wie so eine Nanny. Ich komme und dann gehe ich wieder. Ne? Also, ich wünsche euch viel Spaß. Also, macht es gut! Auch in Magdeburg will Guido eine Bewohnerin mit ihrem neuen alten Zimmer überraschen. Das hat's doch richtig gut getan. Guck mal, keine Flecken mehr, alles abgetrocknet. Naja, was soll ich sagen? Es ist der letzte Tag, unser Finaltag. Und jetzt ist eigentlich das Schönste von allem, weil jetzt fangen wir an, Dinge aufzubauen. Und jetzt wird's richtig schön und muckelig für Marie. Ein Problem in dem 11 Quadratmeter Esszimmer. Der Tisch und die 6 Stühle waren eindeutig zu groß. Die neuen Möbel schaffen endlich mehr Platz im Raum. Aber haben Sie das Budget gesprengt? Also die Stühle haben jetzt 159 gekostet. Und ich muss gleich mal gucken mit den anderen Beträgen, wo ich bin. Ich denke, ich bin schon ordentlich über die 900. Die Stunde der Wahrheit. Oh Gott, oh Gott. Nur 1000 Euro Budget. War diese Aufgabe etwa doch zu groß für den Raumdesigner und sein Team? 973 und 1 Cent. Das bedeutet, ich kann echt noch schöne Blümchen für den Tisch holen. Bitte schön. Oh, echt toll. Oh mein Gott, ist das schön. Neu gestaltete Wände und helle Möbel sorgen für ein völlig neues Raumgefühl. Das Herzstück des Zimmers, der ausziehbare Esstisch mit Platz für 6 Personen. Das hätte ich nicht erwartet. So eine Veränderung, das ist unglaublich. Die braunen Erbstücke hatten das ohnehin kleine Zimmer noch mehr beengt. Nun kann Marie-Louise hier wieder problemlos mit ihren Liebsten zusammensitzen. Die neue Beleuchtung schafft zusätzlich Gemütlichkeit. Also ich bin völlig überwältigt. Es fällt mir auch schwer zu sprechen. Dann habe ich mein Ziel erreicht. Ich wünsche euch viel Spaß. Genießt den Raum. Dankeschön. Danke für dein Vertrauen. Ich werde am Sonntag gleich meine Kinder zum Essen einladen. Echt? Ja. Also es freut mich wirklich sehr. Ja. Petra. Danke, dass du meiner Freundin Marie-Louise solche große Freude bereiten kannst. Sehr, sehr gerne. Das war echt toll. Guido hat es geschafft. Nach 10 Jahren fühlt sich Marie-Louise in ihrem Esszimmer endlich wieder wohl. Macht es gut, ihr beiden. Und passt aufeinander auf. Ja, das machen wir. Alles klar. Bis dann. Fühl dich geknutscht. Bist herzlich eingeladen. Gerne, danke schön. Ciao. Danke, ciao.